Moin Freunde, was geht? Am Abend sind wir auch mal wieder am Start mit einer kleinen News. Ich werde dieses Video relativ kurz halten. Es geht um einen alten Titel, den wahrscheinlich viele aus ihrer Kindheit kennen. Und zwar geht es um Inuyasha. Und ja, der Titel ist korrekt. Inuyasha bekommt eine Anime-Fortsetzung. Wir bekommen die Kinder von Inuyasha zu sehen, beziehungsweise die Tochter von Inuyasha und Kagome und einen neuen Anime, eine Fortsetzung quasi nach sehr, sehr vielen Jahren. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass so ein alter Titel, oder in Anführungsstrichen ein etwas älterer Titel, wieder eine Fortsetzung bekommt. Aber tatsächlich kommt die Fortsetzung rein. Das Sequel kommt dieses Jahr tatsächlich sogar noch. Also im Herbst 2020. Ich habe das heute Morgen alles in der Community-Funktion auch angekündigt. Der Titel von dem Sequel trägt den Namen Hanyo no Yashahime, also übersetzt Yashahime Princess Half Demon, also quasi Prinzessin Yasha. Das ist halt die Tochter von Inuyasha, dementsprechend von Inuyasha und Kagome. Und es geht auch um die Töchter von Inuyasha und Sasoma oder Sasumaru, je nachdem wie ihr den aussprechen wollt. Ich habe Inuyasha mal zu Ende geschaut, das liegt aber auch wieder ungefähr so lange zurück wie bei Bleach. Ich werde wahrscheinlich nochmal reingucken müssen. Mal gucken, vielleicht kann das sogar etwas werden, was auf dem Kanal angepackt werden kann, wenn es eine wirklich lange Serie werden wird, wenn es nur so ein 12-Folgen-Ding wird. Eher unwahrscheinlich, aber mal sehen. Das auf jeden Fall als kleine News. Inuyasha ist mit am Start, freut mich auf jeden Fall. War immer eine coole Serie, habe ich immer enjoyed. Ich glaube, ich habe in meinem Kindheitsvideo, was ich mal letztes Jahr gemacht habe, auch über Inuyasha kurz gesprochen. Fand ich immer ziemlich cool, waren coole Charaktere, war eine coole Kulisse. Erinnert auch so ein bisschen natürlich an diesen japanischen Stil, was ich auch bei Demon Slayer, bei Kimetsu sehr, sehr mag. Das soweit nur zur News. Wir haben noch zusätzlich das Studio, und zwar Sunrise. Also es ist dasselbe Studio, das auch Inuyasha generell gemacht hat damals. Es ist dasselbe Studio, das Code Geass gemacht hat und so weiter. Also das nur mal, um ein paar Titel zu nennen. Aber das ist anscheinend ein Studio, das völlig in Ordnung geht. Also es ist kein schlechtes Studio oder so etwas. Also einfach abwarten, was da kommen wird. Ich denke, jetzt durch die Corona-Zeit ist es auch mal wieder ganz schön, eine positive News zu bringen oder zu hören. Von daher definitiv hier was Gutes weggekommen, sag ich mal. Lasst mir gerne mal eure Meinung dazu unten da. Feiert ihr das? Findet ihr das cool? Und würdet ihr vielleicht mal ein Video dazu feiern? Weil ich ehrlich gesagt gar nicht abgeneigt wäre, die Story mal irgendwie zusammenzufassen oder so, weil da ja auch bestimmt viele Leute sind, die Inuyasha bestimmt mal früher geguckt haben, aber nicht wirklich wissen, wie ist das eigentlich geendet oder wie ist da eigentlich der Storyverlauf, wenn sie dann halt jetzt das Sequel im Herbst anfangen würden. Das soweit dazu, haut rein, ich wünsche euch einen schönen Abend, Black Clover kam heute auch noch, schaut da auf jeden Fall rein, das war's, let's go, schönen Abend, haut rein und ciao!